Die heutigen Inflationsdaten sind ein Gamechanger. Warum sind sie ein Gamechanger? Nicht nur, dass sie deutlich höher ausgefallen sind als erwartet, damit konnte man fast schon rechnen. Aber was noch wichtiger ist, jetzt ist die Politik in den USA massiv alarmiert. Ist Joe Biden alarmiert? Denn eines ist klar, diese Inflation in den USA, die sorgt dafür, dass die Leute Kaufkraftverluste haben, weil die Löhne nicht so stark steigen wie die Preise. Dementsprechend können dann die Amerikaner weniger konsumieren. Und das ist natürlich eine Katastrophe in einer Wirtschaft, die so auf Konsum basiert. 70-72% des amerikanischen BIPs ist der Konsum. Und jetzt heißt es, Inflation, da müssen wir jetzt ganz schnell was machen. Oder wie Joe Biden gesagt hat, die Bekämpfung der Inflation ist meine Top-Priorität. Und das sagt einiges, das sagt eben auch, dass jetzt die Fed politisiert wird, dass die Märkte früher oder später politisiert werden, dass wir jetzt vor der Frage stehen, wird Powell weitermachen können, nochmal eine Amtszeit bekommen oder wird es Lyle Brainard werden? All das werden jetzt Punkte sein, die wichtig sind. Schauen wir uns die Daten zunächst mal an, 6,2%, 5,8% war erwartet. Und vielleicht das Entscheidende ist, das Wichtige bei diesen Daten ist, dass vor allem die sogenannte Shelter Inflation, also die Mietinflation, jetzt endlich mal berücksichtigt wurde bei den Daten des Bureau of Labor Statistics. Da hat man sich vorher ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, schwer getan, aber es war jetzt nicht mehr zu leugnen. Private Institute hatten da völlig andere Berechnungen in Sachen Steigerung der Mieten, die ja etwa ein Drittel der Inflation ausmachen. Und jetzt hat man nachgezogen und so kommt eben diese Zahl zustande. Aber es geht jetzt noch weiter. Jetzt kommt eben diese politische Dimension. Jetzt hat Joe Biden einen interessanten Satz gesagt. Ich möchte betonen, mein Commitment zur Independence der Fed, also der Unabhängigkeit der Fed, dass sie eben die Inflation monitoren soll und dass sie Schritte unternehmen sollen, sie zu bekämpfen. Also die Fed ist unabhängig, aber sie muss auf jeden Fall die Inflation bekämpfen. Das beißt sich ein bisschen, das ist ein lustiger Widerspruch. Jedenfalls fürchten die Märkte jetzt einen sogenannten Policy Error. Sie fürchten, dass sowohl die Politik als auch die Notenbanker jetzt in Panik geraten und irgendetwas tun, um etwas zu tun. Wir sehen hier die Yield Curve, also die Zinskurve. Hier die 5-jährigen und die 30-jährigen US-Staatsanleihen, deren Spread, also deren Renditedifferenz, geht deutlich nach unten. Insgesamt sehen wir Dollar so hoch wie seit Juni nicht mehr, scheint jetzt nach oben auszubrechen. Wir sehen, dass die Renditen wieder steigen. Wir sehen, dass Bitcoin und Gold steigen. Wir sehen also sozusagen eine Flucht in die Inflationssicherheit, könnte man sagen. Und das vor dem Hintergrund, dass es nicht nur Joe Biden ist, sondern auch jetzt Mr. Manchin, der wahrscheinlich wichtigste US-Demokrat. Warum ist er so wichtig? Weil er zu den Moderates gehört, weil er das Zünglein in der Waage ist im Senat. Wenn er irgendwo nicht mitstimmt, und das passiert gelegentlich mal, weil er eher auf der rechten Seite der Demokraten ist, dann bekommt Joe Biden und die anderen Demokraten ihr Programm schlichtweg nicht durch. Und der hat heute getwittert, in jeder Hinsicht stellt diese Inflation ein Risiko dar und die ist nicht transitory und sie wird immer schlimmer. Bums, da hat also jemand richtig Panik sozusagen. From the grocery store to the gas pump, also vom Einkaufszentrum könnte man sagen, bis zur Tankstelle. Amerikaner wissen, dass die Inflation Tax is real, also dass die Inflation wie eine Steuer wirkt, und Washington kann das nicht ignorieren, diesen ökonomischen Schmerz der Amerikaner. Also der Handlungsdruck ist enorm, das sehen Sie schon aus diesen Worten. Peter Schiff hat heute den Satz gesagt, it's the most regressive form of taxation, es ist die härteste Form der Besteuerung letztendlich einer solchen Inflation, und es trifft die am stärksten, die es sich am wenigsten leisten können, denn Inflation ist klar, das trifft die Einkommensschwachen besonders stark. Und hier sehen wir in der Mitte mal diese Grafik, die zeigte, wie es denn mit den Kaufkraftverlusten steht der Amerikaner. Die ist deutlich negativ, derzeit bei minus 1,6%. Ja, die Löhne sind gestiegen, aber sie sind eben viel weniger stark gestiegen als die Inflation. Und die normale Antwort wäre jetzt müssen halt die Löhne noch weiter steigen. Und das würde bedeuten aber, dass dann diese Lohnpreisspirale in Gang kommt. Und Jerome Powell muss sich schon fragen lassen auf der Couch des Psychologen, ja. Hast du immer noch diese Geister im, siehst du immer noch diese Geister im Raum dieser temporären, transitorischen Inflation? Also das ist jetzt letztendlich komplett lächerlich geworden. Und insgesamt gibt es ja dieses Camp der Transitoristas, also der
Leute, die sagen, alles transitory, die haben sich dann immer so ein bisschen Cherry-Picking betrieben, also haben sich das rausgesucht, wo sie sagen, ja, das ist temporär, hier Gebrauchtwagen etc., aber selbst die sind wieder deutlich gestiegen. Es ist an allen Fronten nach oben gegangen. Und jetzt fehlt die Ausrede letztendlich, die man haben kann, ja, das ist ja temporär, das sind ja nicht die strukturellen Dinge, die jetzt sich hier deutlich verteuern, sondern es ist wirklich an allen Fronten. Und das, was die größte Chose ist in der Berechnung der Inflation, das sind die Mieten. Das beginnt jetzt erst in die Inflationsberechnung richtig reinzukommen. Wir sehen hier die Mieten, die sind 4 Monate voraus eigentlich der Berechnung durch das Bureau of Labor Statistics. Und wir sehen hier diese Kurve, die geht nach oben. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich in den Daten aus November, die dann Anfang Dezember veröffentlicht werden, noch höhere Inflationsraten sehen. Also das Ding wird jetzt nicht vorbeigehen. Dementsprechend ist der Witz des Tages, das FED-Mandat, stabile Preise, selten so gelacht, gerade bei der Muppet-Show ist man wirklich gut gelaunt. Das ist natürlich totaler Bullshit. Jerome Powell hat ja versucht, das Ganze immerhin zu diesem Full Employment, zu der Vollbeschäftigung hinzudrehen, um abzulenken von eigentlich dem Kernthema, nämlich massive Inflation. Ja, es gibt ja noch ein paar Hanseln in den USA, die sind noch nicht im Job, aber wer einen Job will, das hat Markus Koch heute aus New York auch erzählt, überall Jobangebote, also wer einen Job will, der kriegt einen Job, da muss er sich schon dumm anstellen oder extremst unqualifiziert sein, wie auch immer. Also der Spott über die Fed nimmt zu, auch über die EZB, da sieht man den EZB-Tower, Unlimited Bond Purchase, unbegrenzte Anleihekäufe, und dann stellt das Publikum, das jubelnde Publikum, die Frage ja, ob unlimited, also unbegrenzt, wirklich ausreichen wird. Also man sieht, man macht sich zunehmend lächerlich. Biden kommt jetzt richtig in Panik. Er fordert jetzt ein Economic Council, um die Energiekosten zu reduzieren. Er macht ja der OPEC auch starke Vorwürfe. Und hier nochmal dieser Satz, reversing increase in inflation is a top priority. Und jetzt hat sich heute dann das erste Mitglied der Fed geäußert zu den Daten, nämlich San Francisco Fed-Chefin Daly, die gesagt hat, ja, es wäre jetzt ein bisschen verfrüht zu sagen, dass wir das Tempo des Tapering, also die Anleihereduzierung, die Reduzierung der Anleihekäufe schneller durchziehen würden. Und selbst, ja, die Inflation, selbst wenn sie temporär ist, so Daily, die Inflation, so tut sie dennoch weh. Ja, sie muss einlenken gegenüber diesem politischen Druck, der da derzeit stattfindet. Und es wäre jetzt zu verfrüht, jetzt schon die Zinsen anheben. Aber die höheren Inflationsraten have my attention. Ganz herzlichen Glückwunsch, Frau Daly, dass Sie da also Ihre Aufmerksamkeit dahin wenden. Wir hatten ja gestern oder was vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, diesen Financial Stability Report der Fed gesehen. Und die Fed hat alles aufgezählt, was irgendwie an Risiken da ist. Ja, chinesische Immobilienpreise etc. etc. Das Einzige, was sie nicht aufgezählt hat, war das Thema Inflation. Und das ist natürlich der Witz des Tages. 67 Seiten und es ist kein Mal das Wort Inflation erwähnt worden. Aber genau das ist sozusagen das große Problem der Fed. Sie hat bisher alles lösen können, scheinbar durch Gelddrucken. Die Märkte haben gejubelt, hurra, Liquidität, Liquidität. Aber jetzt hilft das Gelddrucken nichts mehr. Jetzt wird auch den Märkten die Fed sozusagen nicht mehr hilfreich zur Seite stehen können, denn jetzt wächst der Druck auf die Fed. Die kann jetzt nicht irgendwelche Geschenke wieder verteilen, sondern die muss die Zügel straffen. Es wird gar nicht anders gehen. Und jetzt eben die Frage auch mit der Nachfolge, wird Jerome Powell bleiben oder wird es Lael Brainard, die ja Frau und Demokratin ist? Und vielleicht sagt sich die Politik in Washington, Mensch, wir brauchen ein anderes Gesicht mit dem Powell, mit dieser ganzen Inflationsgeschichte. Wir müssen jetzt den Eindruck erwecken, als würden wir aktiv werden. Dementsprechend nominieren wir vielleicht Lael Brainard. Und dann sagen manche, ja, Lael Brainard, die ist ja noch doofischer als Jerome Powell. Aber man kann schlichtweg nicht doofischer sein als Powell, wie es den Jakobsen hier ganz klar sagt. Das ist überhaupt nicht möglich. Und Mohamed El-Erian sagte, also diese höhere Inflation, die verursacht jetzt schon richtige ökonomische Probleme und hat sozialpolitische Folgen, gar keine Frage. Nochmal zu diesem Thema Jerome Powell. Wie kann eine Frau, ein Mensch überhaupt doofischer sein als Jerome Powell, der ja immer alles getan hat, um das Ganze da klein zu reden, der alles getan hat, um die Märkte irgendwie glücklich zu halten, der zugesehen hat, wie seine Governors sich reich gemacht haben an der Börse, die sie selber massiv manipuliert haben, der Zombie-Unternehmen damit rettet und ihre Hunde auch noch.
und der vor allem seinen Fokus auf dieses Full Employment, also auf diese Vollbeschäftigung gelegt hat. Das ist gar nicht das Thema in den USA. Das Thema ist jetzt Inflation und jetzt kann er nicht mehr kommen mit diesem Full Employment, wenn überall die Jobs auf den Bäumen wachsen. Das wird jetzt schlichtweg nicht mehr drin sein. Wir sehen die Reaktion der Märkte heute. Implied the rate hikes, also die Zinsmärkte, die preisen höhere Zinsen bereits ein. Wir sehen die Real und the Break-Even 10-Year Rates. Wir haben jetzt praktisch die Realrenditen, also die Renditen minus Inflation auf einem neuen Allzeittief, nachdem die Inflation so massiv gestiegen ist. Und da gibt es eine Bank in Europa, die Nordea, die sagt, wir prognostizieren bis 2022 respektive 2023 sehen wir, was sagt man dann, mindestens jeweils 3 Zinsanhebungen in 22 und 3 in 2023, also 22 und 23, jeweils 3 Stück, es werden also 6 Zinsanhebungen, so sagt man hier, und begründet das eben mit diesen strukturellen Inflationsproblemen, höhere Löhne, Mieten vor allem, das sind die hauptsächlichen Treiber, dass die Inflation nicht nach unten geht. Morgen, by the way, sind die Anleihemärkte zu, wie gesagt, die Renditen heute nach oben, die Aktienmärkte sind offen, wir haben Veterans Day, also so eine Art halber Feiertag. Wir sehen, dass jetzt die Shortquote etwa bei Russell 3000 Unternehmen so gering ist wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Keiner ist mehr short. Wir sehen, dass hier zum Beispiel, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, da hat jemand Optionen sich hier zugelegt, womit er wettet, bis 19. November, dass Tesla unter den Kurs von $50 fällt. Das ist wirklich eine sehr gewagte Wette, muss selbst ich als bekennender, glühender Fan von Tesla und Elon Musk sagen. Aber kommen wir jetzt mal weg von den USA, kommen wir nach China. Hier ist es jetzt offenkundig so, dass die Insolvenz von Evergrande nicht mehr verhindert werden kann. Viele Bondhalter haben gesagt, wir haben diese Zahlungen von Evergrande nicht bekommen. Jetzt ist diese 30-Tages-Frist um und so hat etwa nun die DMSA bereitet jetzt einen Insolvenzantrag vor. Man hat, die haben diese Anleihe, diese Bond-Anleihe, diese Dollar-Anleihe von Evergrande bereitet jetzt den Insolvenzantrag vor, wird also praktisch eine Insolvenz erzwingen und fordert andere Gläubiger auf, das ebenso zu tun. Wir sehen, dass Moody's heute Kaiser, ähnlich in Trouble wie Evergrande, abgestuft hat und chinesische staatseigene Firmen haben jetzt die Regulatoren gebeten, bestimmte Regularien zu lockern, damit mehr dieser Zombie-Firmen fusionieren können, damit man sozusagen vielleicht eine Marktbereinigung wird hinbekommen können. Abschließend nochmal nach Europa. Genosse Wladimir Putin, der hat jetzt ein bisschen Öl wieder durch die Pipeline geschickt. Angela hat ja heute nochmal angerufen und gesagt, Vladi, rufst du mal in Minsk an und sagst du dem Lukaschenko, dass praktisch die Züge und die Busse und die Fahrten insgesamt der Flüchtlinge, der Migranten hier an die polnische Grenze, dass das nicht mehr stattfindet. Also das ist jetzt eine ganz heikle Geschichte. Putin besteht ja nach wie vor auf dieser Nord Stream 2 Genehmigung. Jedenfalls, dass da ein bisschen Gas jetzt fließt, hat den Gaspreis in Europa unter Druck gebracht und vielleicht noch ein Zuckerl. Hier ein Bericht auf Bloomberg des maßgeblichen Energieerkenners dort, der sagt, also dadurch, dass sich jetzt maßgebliche Investoren aus diesem Kohlesektor weitgehend zurückgezogen haben, wie BlackRock etc., entsteht ein seltsamer, komischer Effekt. Es passiert nämlich das Gegenteil. Hochinteressant, wie hier analysiert wird, wie letztendlich all das dazu führt, dass länger wahrscheinlich Kohle gebraucht wird, dass viel länger als eigentlich beabsichtigt Kohle weiter gefördert wird, also schmutzige Energie gefördert wird. Das bringt so ein bisschen die Dialektik, Problematik der Weltverbesserer auf den Punkt, die glauben, dass wir in Deutschland die Welt heilen können. Wir können in Deutschland nur versuchen, den anderen, die wirklich massiv viel mehr CO2 emittieren als wir als Gesamtgesellschaft, versuchen irgendwie zu helfen, dass sie das weniger CO2-intensiv machen. Viel anderes bleibt uns nicht übrig. Das ist leider die Realität. Aber da sollten wir vielleicht ein Ministerium gründen, jetzt die neue Regierung, und sagen, ein ganzes Ministerium, das sich nur kümmert um Technik, die sozusagen für saubere Energieerzeugung sorgen kann oder überhaupt Umwelttechnologien fördert, mit Milliardenbeträgen, steckt doch mal das Geld da rein, statt in andere Geschichten. Abschließend, meine Damen und Herren, weil das heute Morgen beim Videoausblick, der abgeschnitten war, das war mein Fehler. Ich übertrage die Datei aus dieser Kamera dann auf meinen Laptop, der hier steht, und dann lade ich das bei meinem Arbeitsrechner nach oben. Da war einfach die Datei noch nicht komplett übertragen, weil die Kamera abgestürzt ist. Deswegen das Video heute Morgen verkürzt. Da wollte ich eben noch zeigen,
Gold mit einer guten Chance auf Ausbruch. Das ist heute mit passiert. Mit den Daten zur Inflation hat sich abgezeichnet. Und hier oben sehen wir mal Bitcoin und Bitcoin Funds und Gold ETFs, wie da die Zuflüsse sind. In Gold kaum was reingeflossen, Bitcoin massiv reingeflossen. Und mein Kollege, der liebe Hannes Zipfel, der hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, den ich Ihnen dringend ans Herz lege. Das hatte ich heute Morgen schon erwähnt, aber das war abgeschnitten. Deswegen mache ich es nochmal, nämlich die Hyperinflation, die man bei Kryptowährungen sieht. Kryptowährungen selbst als ein Ausdruck schon einer massiven Inflation schlichtweg, weil es fast 7000 dieser Kryptowährungen gibt. Vor kurzem waren es noch deutlich weniger. Also die Vermehrung letztendlich dieser Kryptowährungen ist ja schon ein Misstrauensbeweis in Fiat-Geld. Und nicht zufällig ist Bitcoin heute massiv gestiegen aufgrund der deutlich höheren Inflation. Also diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Sag Servus und ciao.